Dieses kleine unscheinbare Gerät kann zukünftig vielen Parkinson-Patienten das Leben um einiges erleichtern und verbessern. Seit kurzem ist die Pumpe in den Elbland-Kliniken im Einsatz und ist damit eine der ersten Einrichtungen in Deutschland, die diese Therapie einsetzt. Dr. Anne-Kathrin Fehre erklärt die Neuerung. Das Neue an der Therapie ist diese neue Pumpentherapie. Es gab auch vorher schon Pumpentherapie. Die hatten aber immer das Problem oder den Nachteil, dass man für diese Pumpentherapie einen Schlauch durch den Magen in den Dünndarm legen musste. Und an diesen Schlauch wurde die Pumpe angeschlossen und darüber gelang das Medikament kontinuierlich in den Körper. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass das ein operativer Eingriff ist, den man braucht, um diesen Schlauch in den Magen zu legen. Das hat viele Patienten abgeschreckt und da gibt es natürlich auch Komplikationen. Das kann verrutschen, kann sich entzünden. Und das Neue und Innovative an dieser neuen Pumpe eben ist, dass man diesen Schlauch nicht mehr braucht, sondern jetzt nur noch diese mini kleine Nadel in die Haut piekst und der Wirkstoff also nicht mehr in den Darm, sondern ins Unterhautfettgewebe gelangt, über diesen dünnen Schlauch und über diese Pumpe. Diese Pumpe wird am Gürtel getragen, in Umhängetaschen getragen, in Westen getragen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten und läuft tatsächlich 24 Stunden am Tag, also Tag und Nacht, mit einer ganz bestimmten Laufrate kontinuierlich in den Körper. Professor Dr. Martin Wolz, Chefarzt der Klinik für Neurologie und Geriatrie, widmet sich mit seinen Mitarbeitern seit Jahren intensiv der Parkinson-Krankheit. Die Parkinson-Erkrankung ist neben der Alzheimer-Erkrankung die häufigste neurodegenerative Erkrankung, das heißt eine Erkrankung, wo Nervenzellen zugrunde gehen. Die Ursachen sind sehr unterschiedlich. Es gibt einige genetische Ursachen. Bei den allermeisten Patienten ist es so, dass die Krankheitsentstehung nicht geklärt ist, das heißt ein sporadisches Auftreten, die Erkrankung sozusagen definiert. Die wichtigsten oder die häufigsten Symptome sind Einschränkungen im Bereich der Motorik. Die PatientInnen haben ein Zittern, sie haben eine Bewegungsverlangsamung und eine Muskelsteifigkeit. Diese Symptome führen sie zum Neurologen bzw. zur Neurologin und dann wird entsprechend mit einem Spektrum an diagnostischen Maßnahmen die Erkrankung diagnostiziert und dann, und das ist das Gute, obwohl die Erkrankung nicht heilbar ist, mit Medikamenten behandelt, sodass die Symptome gebessert werden können. Das Elbland-Klinikum Meißen als überregionales Parkinson-Kompetenzzentrum bietet den Patienten ein umfangreiches Therapieangebot. Dabei werden verschiedene Möglichkeiten ganz individuell für den Einzelnen bestimmt und im Rahmen einer Parkinson-Komplextherapie behandelt. Parkinson-Komplextherapie bedeutet, die Patienten kommen geplant für 2 Wochen zu uns in die Klinik stationär und bekommen dann ein festes Therapieprogramm aus intensiver Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, in Gruppentherapie, in Einzeltherapie, da gehört auch sowas wie Wassertherapie dazu, Kochgruppe, Wasch- und Anziehtraining und neuropsychologische Betreuung ist auch dabei. Und medizinischerseits gucken wir natürlich, was wir an Medikamenten optimieren können, schauen zum Teil auch tatsächlich nach der Diagnose, weil manche Patienten kommen, bei denen ist noch gar nicht klar, was für eine Parkinson-Syndrom ist das. Es gibt ja verschiedene Parkinson-Syndrome, nicht nur diese Parkinson-Krankheit, von der wir jetzt im Vorfeld gesprochen haben. Und dann gucken wir natürlich auch bei Patienten, die schon längere Jahre krank sind, die beschriebenen Fluktuationen aufzeigen und mit den Medikamenten als Tabletten eben nicht mehr genug eingestellt sind, ob kontinuierliche Therapieverfahren hier sinnvoll wären. Und dann prüfen wir, welche Pumpe wäre sinnvoll, wäre eine tiefe Hirnstimulation sinnvoll. Und je nachdem, was wir dann für gut befinden, würden wir dann hier natürlich auch einleiten und beginnen können. Die Elbland-Kliniken mit Professor Dr. Wolz sind aktive Mitgestalter im Parkinson-Netzwerk Ostsachsen. Ein Vorteil, der den vielen Patienten zugutekommt. Wir haben also viele Patienten, unser Einzugsgebiet oder Zuweisungsgebiet geht von Zittau, Löbau bis nach Chemnitz und weit in den brandenburgischen Raum hinein. Wir behandeln mehrere hundert Patienten im Jahr aufgrund unserer Expertise in der Ambulanz, in der stationären Behandlung. Die Pumpentherapie, die Innovation ist ein Puzzlestein in dem Ganzen, wo natürlich aber die Expertise insbesondere gefragt wird und diese Therapie auch von den Patienten ganz aktiv nachgefragt wird. Mittlerweile kann Dr. Anne-Kathrin Fehre gut einschätzen, ob die neue Pumpentherapie schon erste Erfolge erzielt. Die Oberärztin der Klinik für Neurologie und Geriatrie und Leiterin des Parkinson-Bereiches zieht erste Bilanz. Wir haben mit den Patienten zum Teil telefonisch Kontakt gehabt jetzt zwischendrin. Manche haben wir auch live nochmal gesehen. Und die sind durchgehend zufrieden mit der Therapie. Die sind stabiler, beweglich über den Tag und vor allem auch über die Nacht. Kommen früh gut in Gang, wie man so schön sagt, weil eben kontinuierlich ein Medikament vorhanden ist. Und was auch noch ein wichtiger Punkt ist, die Patienten haben schon während der Einstellung hier und auch in der Häuslichkeit einen sogenannten Applikationsspezialisten. Das sind also Mitarbeiter der Firma, die sich um die Patienten kümmern, die dort auch hinfahren in die Häuslichkeit, die Patienten schulen, die Angehörigen schulen, Pflegedienste schulen.
und auch Laufraten verändern können und damit Rat und Tat zur Seite stehen. Mit der subkutanen 24-Stunden-Pumpentherapie können die Elbland-Kliniken mit der Klinik für Neurologie und Geriatrie weit über den Landkreis Meißen für viele Parkinson-Patienten kompetente Hilfe leisten.